So, wir müssen einen guten alten Jesper finden. Das Licht hilft viel. Ich hoffe, ich konnte mir die Worte merken. Gesehen habe ich sie nicht. Du, aber... Was zum Henker war das denn? Wo ist das Haus hin? Das Haus? Das ist kompliziert zu erklären. Jesper von dem Gespräch mit einem alten Mann erzählen. Versuch es. Eine Erklärung ist besser als keine. Ist das Haus weg, oder was? Stimmt, da war nur Fläche, ne? Aha. Das klingt skurril, gelinde gesagt. Nachdem du diesen Schacht runtergefahren bist, hat irgendjemand die Tür zum Arbeitsraum abgesperrt. Und egal, was ich versucht habe, das Schloss ließ sich nicht öffnen, bis ich schließlich Stunden später urplötzlich mit dem Gesicht im Matsch lag. Kein eleganter Auftritt, das steht fest. Aber all dem zum Trotz, die Glyphen, die du auf das Papier gezeichnet hast, sehen gut aus, zumindest für mich. Also war die Mission ein Erfolg. Ich wünschte nur, ich wäre unten dabei ge... Warte mal. Siehst du das? Eine Schatulle. Aber was ist das für ein Geräusch? Das ist das Wort der Toten. Das ist es? Aber dann hat der alte Mann es absichtlich zurückgelassen. Nenn mich voreilig, aber auf mich wirkt das, als ob dieser Kauz von Anfang an eine ganze Menge mehr als wir gewusst hat. Naja, wir sollten die Schatulle jedenfalls mitnehmen. Lass uns nach Ark zurückreisen und dem Großmeister Bericht erstatten. Die Hüter haben mir eine Teleportrolle gegeben, die uns direkt zurück in die Tempel führt. Ach, das habe ich auch gehört. Was meinst du? Kommst du gleich mit? Ja, gerne. Wohlan denn. Dann mal los. Jesper, kannst du fliegen? Nein. Boah, wurde das integriert. Er hat die Schatulle gleich mitgenommen. Nein, ich werde auch das integrieren. Lustig wäre, wenn das Spiel jetzt abstürzt. Okay. Ich hab den Timer mal kurz gestoppt. Erzähl du, Arantial, was passiert ist und bring ihm die Schatulle. Magister Milam sucht. Ich hol mir nun erstmal meinen Lohn. Und dann brauche ich eine ordentliche Pfeife. Diese Puppen wollen mir nicht aus dem Kopf gehen. An irgendetwas erinnern sie mich, aber ich weiß nicht was. Hast du eigentlich schon diese neue nerimesische Magierin gesehen? Pegast, oder wie sie heißt? Ich hab von ihr gehört, ja. Das ist doch die Skag, oder? Gut, dann werden wir doch mal dem Großmeister Bericht erstatten. Es wird doch so ziemlich die Hauptquest sein, die wir gerade verfolgen. Ach, oben? So ist das eben. Man erwartet viel von euch. Schreitet wohl. Gibt es etwas? Sonnentempel. Ja, mein Arkanistenfieber ist wahrscheinlich voll auf 40. Muss ich gleich mal gucken. Ja, es hat's nicht resettet. Ich find's toll. Was für Debuffs habe ich drauf? Zieht Ausdauer. Ja, das wäre der Dauerbuff, den wir haben. Ja, super.
ist auch noch da unten. Ihr seid die, die sie die Prophetin nennen, richtig? Das war ich Gossenkind, jetzt bin ich schon Prophetin. Krass. So, dann wollen wir doch mal sehen. Prophetin, hattet ihr Erfolg? Ja, aber es war anders als erwartet. Erzählt mir alles. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Also wusste er von dem Zyklus. Das ist interessant und beunruhigend. Das soll auch meiner verstehen. Und er hat das Wort der Toten zurückgelassen. Freiwillig. Ja, vielleicht ist das ein Versuch, uns zu helfen. Offen gegen unser Unterfangen ist er nicht, sonst hätte er euch nicht am Leben gelassen. Aber er weiß weitaus mehr, als er erzählt hat. Jede Wette, dass die Lichtgeborenen mehr über diesen Mann wussten, als sie mit uns teilten. Das erklärt auch, warum man ihn nie behelligt hat. Aber die Frage über seine wahre Identität sollten wir auf später verschieben. Was zählt, ist, dass ihr nun das Ritual kennt und das Wort der Toten habt. Bringt beides zu Erzmagister Merayil, damit wir den Siegelstein aktivieren können. Und eines noch. Wie nannten die Piräer in eurer Erinnerung jene, die hinter all dem stecken? Die Hohen? Ja, sie schienen wohl die zu sein, die wir beide in diesem Wachtraum gesehen haben und die Läuterung erzwingen wollen. Dann hat der Feind jetzt einen Namen. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit Merayil gesprochen habt. Pegast benötigt nach wie vor eure Hilfe. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr mit Merayil gesprochen habt. Okay. Die Hohen. Da haben wir doch direkt einen Namen für den Gegner. So, hier ist nix weiter. Wer seid ihr? Ist die Frage ernst gemeint? Schau auf meine Rüstung, eine Weise mir Respekt. Sprich mir an mit, wer weiß, wer seid ihr? Oh Freude, ich darf wieder Stunden in einem Verlies verbringen bei ESO und auf einen Boss farmen, der alle 5 Minuten auftaucht, weil er immer seine Schädel fallen liest. Und die Dinger brauche ich. Und ich muss 100 Stück von den Dingern sammeln. Eine sichere Truhe? Ach, da ist mein Zeug drin. Stimmt, da können wir mal die Baupläne reinschmeißen. Stimmt, sowas gibt's ja auch hier. Warum ist die Fackel unterschiedlich? Ja, ich schmeiß sie auch rein. Ja, die Ritualglyphen bezahlen, ja. Die bezahle ich. Das ist jetzt meins. Die bezahle ich. Na, die behalte ich mal, weil das ist bestimmt noch Questgegenstand. Jetzt habe ich wahrscheinlich die Schatulle in die sichere Truhe getan. Wenn das zutrifft, dann muss ich ja gleich wahrscheinlich wieder zurück. Kann man das mitnehmen? Ne. Du hier? Ich dachte, du wärst in der Stadt. Nein, der Erzmagister hat mich zurückbeordert. Tut gut, wieder hier zu sein, wenn ich ehrlich sein soll. Die Begräbnisse, darauf hätte ich verzichten können. Das glaube ich dir. Ich kann das immer noch nicht glauben. Bruder Jero, er war doch so ein guter Mensch. Ich vermute, das ist dem roten Wahnsinn einerlei. Vermutlich, ja. Ich frage mich, wie die Krankheit abläuft. Was meinst du? Naja, der rote Schimmer in den Augen, das scheint ja erst im Endstadium zu passieren. Himmel, was passiert davor? Ihr klingt wie ein besoffener Dichter. Das soll Magie sein. Die Entropie ist eine gefährliche Schule, Messer. Ein falsches Wort und der Stein könnte in Flammen aufgehen.
weißt du, vielleicht tut er das sogar freiwillig, wenn er noch länger eurem Gelalle zuhören muss. Ach, sag bloß. Seine Frau ist ermordet worden. Verdammt nochmal, der Pfeffer. Hätte dich nicht auch aus dem Ruhe! Magie braucht Bedachtheit, keinen Pfeffer. Sie ist wie ein kranker Frosch, wenn ihr ihn... Da war kein... Propheten, ihr seid zurück. Kein Hass, der Sonne sei Dank. Mit diesen Stümpfern zusammenzuarbeiten, ist schwerer als einem Leoren-komplexe Mathematik zu lehren. Der Strauch, die hat mir schon von eurem Erfolg berichtet. Schöne Arbeit. Habt ihr die Glyphen bei euch? Ja, hier. Aber der alte Mann scheint... Ja, gebt einfach her. Penner. Verstehe. Ja, das gibt Sinn. Verstehe. Ich zeig euch, wie das geht. Toll. Ja, ich stimme mich hier hin. Ja, cool, das kann man schön als Thumbnail nutzen. Arm Doruba Nobis. Lokarem Taris Danida. Sarak Lisham Ra. Au. Oh, meine Augen. Beim rechten Weg. Spürt ihr dieses Kribbeln? Kribbeln, das war eine Explosion. Das ist beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Sind das die Splitter? Wäre meine Vermutung. Laut den Schriften der Pyräer bieten die Splitter Schutz gegen den roten Wahnsinn, solange der Siegelstein leuchtet. Prophetin, ihr habt die Formel gefunden. Also solltet ihr die Erste sein. Los, berührt eine der Scherben. Bling. In das Zauberbuch eingetragen. Und wie führt er euch? Anders. Irgendwie klarer. Sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass dieser Siegelstein für die Pyräa besser funktioniert hat als der Prototyp ihrer Maschine. Bübchen, geht und sagt dem Quartiermeister, dass bis heute Abend jeder Hüter, jede Hüterin und jeder von uns einen der Splitter tragen soll. Bübchen? Tisch ab! Also ich finde, dass... Tu, was er sagt, Liam. Ach. So werdet ihr euch keine Freunde machen, Funkenschlag. Wirklich nicht. Wenn ich Freunde wollte, würde ich sicherlich nicht hier danach suchen. Also noch einmal zu euch. Ihr habt wirklich gute Arbeit geleistet. Der alte Arantial bat mich, euch das hier zu geben, damit ihr euch angemessen ausrüsten könnt. Und nun lasst euch von ihm in die nächste Mission einweihen. Lishari hat etwas aus der Erde geholt, das alles ändern könnte. Mal wieder. Ah, schreite wohl. Hast du einen Augenblick? Das Wort der Toten. Cool. Der Erzmagister hat mich beauftragt, mehr über den Pyräischen Bürgerkrieg herauszufinden. Okay, wie sieht das jetzt aus? Ich habe immer noch 40%. Was war denn für ein Zauber, den ich gekriegt habe? Schützt laut der Überlieferung vor dem roten Wahnsinn und damit... Meine Fresse. Und vor der Manipulation der Hohn. Ich hoffe, ich habe niemand von euch jetzt den Trommelfell rausgeballert. Gibt es da auch noch irgendwie so einen Zauber? Ne. Ich habe die Chroniken studiert, ja. Worum geht es? Dieser Jakal. 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 Wohin soll das nur führen? Nur das, was in den Überlieferungen steht. Er war ein Aufsteiger, keiner, der in der Kaste geboren war. Warte, du meinst, er kann... Tele Arantia im Emporium über den Siegelstein unterrichten. Der dürfte... Ja, das könnte klappen. Und ist trotzdem zum Heerführer aufgestiegen? Ja, weil er wohl ein ziemlicher Pragmatiker war. Was auch immer er tun musste, um aufzusteigen, er hat es getan. Du. Gut, also ich denke mal, dass ich erstmal eine Runde schlafen werde. Und dann gehe ich zum Händler. Ich guck mal, ob ich irgendwo Ambrosia auftreiben kann, dann werde ich... Ah, du. Na, was gibt's? Du siehst etwas angespannt aus. Oh Mann. Stupfen ist scheiße.
Das läuft an die Nase wieder. Es ist super. Es ist echt ätzend. Da war ich doch gerade Nase putzen. Dieses Gefühl eben. Das war der Siegelstein, nicht wahr? Ja, die Splitter werden heute noch in die Hütte ausgehändigt. Sehr gut. Dann bleibt nun noch Pegas Ausgrabung. Seid ihr bereit dafür? Bin ich. Was hat es mit dieser Ausgrabung auf sich? Gut, lasst es mich kurz machen. Wir vermuten, dass die Pyräer vor ihrem Untergang an einer Maschine gearbeitet haben, die sie vor der Läuterung retten sollte. Ein altes Artefakt, das sie wieder zusammenzufügen versucht haben. Eine Maschine? Wie soll uns denn eine Maschine gegen den Zyklus helfen? Dass der Zyklus keine gewöhnliche Bedrohung ist, steht außer Frage. Er wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstehen, wie eine Art kosmische Gewalt. Und deswegen ist es naiv zu glauben, man könne ihm begegnen wie einem Feind aus Fleisch und Blut. Vielleicht kann es aber dieses Artefakt. Laut dem, was wir wissen, haben die Pyräer es selbst aus alten Plänen rekonstruiert, die einer der Boten für sie gefunden hat. Aber wir werden sehen. Alt-Dutulgrad ist eine Ruine, die unsere Chroniker kürzlich freigelegt haben. Und anscheinend war sie früher eine Forschungsstätte der Dulgaren-Kaste. Falls wir richtig liegen, dann könnten wir dort vielleicht einen Prototypen oder Bauplan für diese Maschine finden. Lishari Pegast ist bereits dort und ich will, dass ihr sie unterstützt. Vielleicht offenbaren euch eure Visionen ja Dinge, die normalen Augen verschlossen bleiben. Hüterin Sakaresh wird euch begleiten. Was genau ist noch einmal der Unterschied zwischen der Ishian und den Dulgar? Sie waren die beiden Priesterkasten, die das Land beherrschten. Offiziell dienten sie dem höchsten Wesen, einer Gottheit, die über allem stand. Aber jeder weiß, dass es die Oberhäupter dieser Kasten waren, die die eigentliche Macht hatten. Wie die Lichtgeborenen sozusagen, nur ein wenig zahlreicher. Was lässt euch glauben, dass an diese Maschine etwas nützen wird? Den Pyräern scheint das ja nichts geholfen zu haben. Ja, weil sie nie die Chance hatten, sie zu vollenden. Das Pyräische Weltreich befand sich genau wie die Länder Wiens kurz vor der Läuterung im Krieg. Und wer weiß, welche Krisen es abgesehen von dem Zyklus zu bewältigen hatte. Und selbst wenn die Maschine uns nicht helfen wird, alles, was die Pyräer über den Zyklus herausfinden konnten, verschafft uns einen Vorsprung. Also müssen wir sie finden. Gut, wie komme ich nach Alt-Dutulgrad? Dutulgrad? Es liegt im Herzland. Hüterin Sakaresh wird euch den Weg zeigen. Viel Erfolg. Okay. Wer ist denn Hüterin? Wer seid ihr? Alter. Habt ihr es schon gehört? Angeblich ist eine gesamte des Zuckerinselbundes gerade hier. Und das trotz der Kriege. Diese Kilenen haben Mut. Das muss man ihnen lassen. Wie auch immer. Ach, da ist sie ja schon. Gut. Ich mache eine kleine Pause.